Ich möchte die 6 Folgen einer Serie schauen, die jeweils 48 Minuten dauern und mir jedes Mal 7 Minuten Pause zwischen 2 Folgen gönnen. Frage, wie viel Zeit muss ich vorsehen? Stellen wir uns einen Zeitstrahl vor. Hier sind jeweils 48 Minuten pro Folge vorgesehen und zwischen 2 Folgen mache ich jedes Mal eine Pause von 7 Minuten. Es gibt also 5 solcher Pausen. Welche Dauer muss ich also vorsehen? Wir haben 6 mal die 48 Minuten plus 5 mal die 7 Minuten. Und das macht 323 Minuten. Diese 323 Minuten schreiben wir um in 300 Minuten plus 23 Minuten. Warum machen wir das? Weil wir hier die Anzahl Stunden vorsehen müssen und 300 Minuten sind genau 5 Stunden. Es dauert also insgesamt 5 Stunden und 23 Minuten. Demzufolge ist die Antwort A die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.